Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal mit den schönsten Menschen, die wieder eingeschaltet haben. Wir hören heute in das kommende Album von Nina Tubereit. Auf ihrem YouTube-Kanal gibt es einen 20-Sekunden-Song-Ausschnitt zu jedem Song, der noch nicht veröffentlicht worden ist. Das heißt, zu Fieber und Glatteis werden wir uns jetzt hier nichts anhören. Die beiden Songs haben wir uns ja auch schon angehört. Genau das gleiche gilt für Wildberry Lele und ich glaube Tracksuit Velour ist auch noch mit da drauf. Dazu findet ihr Reactions natürlich auf meinem Kanal. Ansonsten fangen wir jetzt an mit den Hörproben zu jedem einzelnen Song quasi. Der erste Song wird heißen Sakura. Ich freue mich sehr darauf. Vielen Dank auch nochmal an Nina Tuber Fanpage auf Instagram. Die hat mir nämlich eigentlich alle Songs auch einmal zusammengeschnitten auf Instagram als Video. Aber ich habe gesehen, dass es die hier auch auf YouTube gibt. Ein bisschen bessere Qualität wahrscheinlich. Und dann kann ich das irgendwie ein bisschen besser am PC auch aufnehmen. Trotzdem vielen Dank für deine Mühe. Das wollte ich noch gesagt haben. Ansonsten würde ich sagen, hören wir rein bei Sakura. Kenne ich logischerweise den Namen her nur von Naruto. Ich bin gespannt. Ich schwebe nach Haus auf der Glowangrose. Zwei Wochen Eif von dir kann nicht genug kommen. Okay, es geht direkt los einfach. Der Dreck dieser Stadt fühlt sich so fast schon gut an. Und über mir blüht wie Wärme der Sakura. Okay, das war's. Okay. Krass, okay, es wird super interessant sein, in jedem Song kurz reinzuhören. Wir werden natürlich, wenn das Album draußen ist, zu jedem Song eine Reaction machen. Ich muss sagen, ich fand den Vibe sehr cool von dem Song, aber diese bearbeitete Stimmlage bin ich kein Fan von bis jetzt. Manchmal habe ich das, dass ich Songs öfter hören muss, bis ich das fühle, aber bis jetzt war ich da kein großer Fan von, weil Nina hat so eine schöne Stimme, die muss gar nicht so bearbeitet werden irgendwie. War ich nicht der größte Fan von. Die Atmo ansonsten aber nice, aber wir können noch mal kurz rein hier. Das mag ich noch nicht so gerne. Also ich mag das Tempo sehr, sehr gerne. Der Vibe ist richtig cool, aber die bearbeitete Stimme bin ich noch kein Fan von. Ich bin sehr gespannt, wie sich das im ganzen Song anhört. Das war also das Snippet zu Sakura. Krass, ey, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt zum nächsten Song, weil ich logischerweise nicht allzu viel dazu sagen kann. So ein kurzer Song-Eindruck ist aber ganz interessant mal. Es geht weiter mit Tinnitus. Tinnitus, okay. Ich bin sehr gespannt. Los geht's. Von allem ein bisschen zu viel Intus. Weiß nicht mehr, wer ich bin, wenn ich in den Spiegel guck. Das war nice. Das Reißnis ist fein, noch nicht tief genug. Dieses, warte, ich pause sogar. Dieses. Viel Intus. Jetzt. Weiß nicht mehr, wer ich bin, wenn ich in den Spiegel guck. Weiß nicht mehr, wer ich bin, wenn ich in den Spiegel guck. Wie sie so kurz das Tempo angedrosselt und wieder rausgenommen hat. Das Reißnis ist fein, noch nicht tief genug. Ich glaube, ich bleib bis zum Tinnitus. Boah, ich glaube, den Song werde ich richtig gut finden. Boah! Holy, geil! Zieht durch die Nacht wie ein Linienbus. Auf das, was ich lieb, gib ich Spiritus. Und das, was mir bleibt. Oh, da hätte ich jetzt super gerne weitergehört. Da hätte ich jetzt super, super, super gerne weitergehört. Ein bisschen zu viel Intus. Weiß nicht mehr, wer ich bin, wenn ich in den Spiegel guck. Das Reißnis ist fein, noch nicht tief genug. Ich mag es auch hier, wie dieser Effekt auf der Stimme ist, der sich so ein bisschen gedrückt anhört. Ich glaube, ich bleib bis zum Tinnitus. Und über meine Seestadt hängt der Federduft. Das ist so ein guter Moment gerade. Ich zieh durch die Nacht wie ein Linienbus. Auf das, was ich lieb, gib ich Spiritus. Und das, was mir bleibt. Da freue ich mich richtig drauf. Oh, auf den Song freue ich mich richtig, richtig, richtig doll drauf, muss ich sagen. Krass, das war direkt mein Vibe. Das war direkt mein Vibe, den ich direkt hören möchte. Tinnitus. Tinnitus hört sich richtig gut an direkt. Boah, ich glaube, das Album könnte richtig, richtig stark werden. Oh, ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich richtig, Mann. Okay, wir machen direkt weiter mit Ich glaube, ich will heute nicht mehr gehen. Auch 30 Sekunden. Ich hoffe, die Hörproben sind jetzt alle dann 30 Sekunden lang. I don't know. Ich glaube, ich will heute nicht mehr gehen. Oh, wer ist das? Wer ist denn das? Der hört sich direkt an nach Clouseau. Ist das Clouseau? Ich glaube, ich will heute nicht mehr gehen. Ich weiß es nicht. Ich hab dich viel zu kurz gesehen. Und überhaupt draußen ist kalt, so kalt. An deinem Fenster hängt ein blühter Seil. Oh, die hören sich zusammen richtig stark an. Ich hab dich viel zu kurz gesehen. Oh, ich mag den Beat hier. Oh,
Oh, den Song würde ich auch gerne weiterhören. Der catcht mich nicht so krass wie Tinnitus gerade, aber Tinnitus war auch richtig mein Vibe, mein Geschmack. Ist das Clueso? Ich weiß es nicht. Das hört sich nicht ganz nach Clueso an. Ich lieb's, wie Nina hier so einsteigt. Macht aber auf jeden Fall Bock, der Beat ist nice auch. Boah, da freue ich mich aber auch wirklich drauf. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das Clueso ist. Wir können einmal die Videobeschreibung. Provinz, es ist Provinz, okay. Von Provinz habe ich bis jetzt fast noch nichts gehört. Provinz, okay, ist Provinz. Alright, alright. Da bin ich sehr gespannt auf den Song mit Provinz zusammen. Ich glaube, ich will heute nicht mehr gehen. Auch cooler Titel. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Solo ist der nächste Song. Los geht's. Solo, solo. Ist ganz allein und strobo. Komplett am Abdriften Tokio. Solo. Oh, mit diesem Beat habe ich nicht gerechnet. Boah, ey, war auch nice vom Vibe her. Ich mag diese Stimmart von ihr, mag ich sehr gerne. Aber man merkt jetzt, finde ich schon, wie vielseitig das Album wird. Ne? Wir haben jetzt ja auch Ich hasse dich zum Beispiel, auch ganz andere Richtung. Wir haben ja auch schon die Singles gehört. Und das ist wirklich super, super vielseitig, muss ich sagen. Ne? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Songs in voller Länge werden. Weil das jetzt alles echt schon in eine andere Richtung geht. Geil. Okay. Mondlicht haben wir als nächstes. Schöner Name. Ich glaube, es wird eine Hälfte geben beim Song, die so ein bisschen more catchy ist. Und danach wird die Hälfte so ein bisschen deeper, nachdenklicher. Dachte, er verschont mich. Doch der Morgen kommt und holt mich. Oh nein, das war schon das Ende der Hörprobe. Och nein, ich glaube, jetzt wird der Song richtig geil, nämlich erst. Oh, ich glaube, der wird richtig vibey. Ich kann mir den richtig gut vorstellen. Es regnet gerade auch bei mir vom Fenster. Aber mit Regen so, hörst du diesen Song. Und ich glaube, der wird richtig vibey. Ich glaube, der wird so richtig vibiger und so ein bisschen Herzschmerz-Song, glaube ich. Boah, da freue ich mich auch drauf. Freue ich mich drauf. Ich freue mich auf jeden Song, ich weiß. Aber einfach, weil jeder Song so unterschiedlich ist. So unterschiedlich ist, wisst ihr? Okay, alte Bilder. Ich glaube echt, die zweite Hälfte des Albums oder eine Hälfte des Albums wird auf jeden Fall so sehr, boah, Herzschmerz, deep. Nachdenklich, melancholisch so ein bisschen. Oh, den kenne ich schon. Ach, das ist der Song, den habe ich auf TikTok gesehen bei ihr. Den habe ich auf TikTok gesehen. Das war so süß, das TikTok von ihr. War da irgendwie anders? Irgendwie glücklicher? Oh, den Song liebe ich. Den fand ich auf TikTok schon so stark. Irgendwie glücklicher. Mhm. Alles auf Anfang. Wenn du noch hier wärst, vielleicht wäre es anders. Beide nebeneinander. Denk so oft dran, ja. Den habe ich auf TikTok schon gehört hier. Schau mir heute Bilder an. War da irgendwie anders. Irgendwie glücklicher. Oh. Alles auf Anfang. Wenn du noch hier wärst. Vielleicht wäre es anders. Da freue ich mich wirklich drauf. Beide nebeneinander. Denk so oft dran, ja. Boah, ich glaube, wir werden echt so gute Songs kommen. Wir machen auf jeden Fall, wie gesagt, zu jedem Song in der Vollversion eine Reaction. Ganz, ganz klar, 100%, da brauchen wir nicht drüber reden. Da freue ich mich sehr drauf. Okay, Freitag. Jetzt haben wir einen Song, der heißt Freitag. Auch die Songnamen, sehr unterschiedlich, ne? Heute ist ein guter Tag, ganzer Block, mein Wohnzimmer. Okay, ganz, ganz anderer Vibe. Das ist ja ein ganz anderer Vibe. Links, kühl, Luft, warm, später ist die Crew am Start. Komm vorbei, ich hol dich ab. Guck doch ins Leben, hat alles zu bieten, so als wäre es na. Tropical Berlin, Baby, boah. Komm, wir tanzen Hula. Die ganze Welt riecht heute nach Mango Maracuja. Schnappen wir uns Tape und dann läuft es aus dem Ruder. Machen was wir wollen, wir haben nichts Besseres zu tun. Oh, das wird so ein Party-Song, ist vielleicht übertrieben, aber so ein Genieß das Wochenende, man sitzt zusammen-Song.
geil. Das ist halt das, was ich meinte, von wirklich sehr, sehr tiefgründig irgendwie zu, ey, lass uns Spaß haben und das Leben genießen. Heute ist ein guter Tag, ganzer Block, mein Wohnzimmer, Drinks, kühl, Luft, warm, später ist die Crew am Start. Komm vorbei, ich hol dich ab, guck doch ins Leben, hat alles zu bieten, so als wäre es Nanunana. Tropical Berlin, Baby, komm, wir tanzen Hula. Die ganze Welt riecht heute nach Mango, Maracuja, Schnapp. Boah, ich liebe ihre Betonung darauf auch. Geil, okay, ey, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Freitag, merken wir uns, wird richtig, richtig stark, glaube ich. Dann haben wir Mangos mit Chili. Okay, Mangos mit Chili, ich bin sehr gespannt. Mangos und Chili, man macht ja echt oft, Mangos macht man oft in so scharfe Gerichte rein. Ich weiß nicht warum. Ich will mich aber auch nicht beschweren. Okay, wir hören rein. Oh mein Gott, der Song erinnert mich direkt an Feminello. Feminello haben wir auch eine Reaction zu gemacht, einer der ersten Songs, den ich von Nina gehört habe. Der erinnert mich ganz stark an Feminello. Bisschen vom Tempo und vom Vibe. Boah, geil. Oh, ey, also kaufe ich den Himmel und streiche mir blau. Ich finde, hier merkt man auch wieder so ein bisschen diese Peter Fox-Vibes, bekomme ich direkt zumindest. Aber ich mag einfach diese lebensbejahenden Songs von ihr, wisst ihr? Diese lebensbejahenden Songs, da merkt man einfach, wie, keine Ahnung, wie sehr man so durch Musik sich auch gut fühlen kann oder besser fühlen kann. Oder was heißt, man muss gar nicht schlecht drauf sein, aber wenn man solche Songs hört, hat man auch einfach einen guten Tag, habe ich das Gefühl. Boah, wie vielseitig ist dieses Album bitte? Holy... Mangos mit Chili freue ich mich richtig drauf, alte Bilder freue ich mich richtig drauf, Tinnitus freue ich mich richtig drauf, das sind meine Top 3 und Freitag auch würde ich noch mit reinnehmen. Aber das sind meine Top 3, Mangos mit Chili, Tinnitus und alte Bilder, das sind meine Top 3, auf die ich mich vom Album am meisten freue, die wir noch nicht komplett gehört haben. Jetzt haben wir quasi jeden Song von jedem Song so einen kleinen Vibe schon mal bekommen. Und ich werde mir jetzt auch nicht mehr die Hörproben nochmal anhören, weil ich jetzt erstmal die Vollversion dann hören möchte, ja. Aber es war cool, mit euch mal reinzuhören, schon mal so ein bisschen sich zu freuen auf manche Songs, schon mal zu gucken, was auf uns zukommt. Und wir haben hier auf jeden Fall richtig starke Songs mit dabei. Ich freue mich drauf. Krass, Mann. Ich weiß gar nicht, wann es rauskommt. Wann kommt das Album raus? Steht das hier drin, zufälligerweise? Nee, steht hier leider nicht drin. Ich glaube, im Februar noch. Ich glaube, im Februar kommt es raus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und Freunde, ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Tag. Ja, bleibt auf jeden Fall so fresh und gut aussehen wie immer. Lasst mir gerne eure Top 3 mal von den Hörproben hier in den Kommentaren stehen. Ansonsten war es das von mir. Habt einen wunderschönen Tag. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer. Und